finden, wo der Pex wohnt. Babst? Einfach auf Facebook noch schon. Ich bezweifle, dass der Pex auf Facebook zählt. Nein, aber ich finde das ganz easy raus. Glaub mir. Bitte. Marco, wo wohnt Pex? Springt dafür ein halbes Kilo. Ich war schon da drin, also ich hab schon in der Hirschplan. Vielleicht schwört ihr zu schnell. In der Fickt euch alle. Altschauerberg. Ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch alle. Sitzt auf der Veranda und schaukle meine Eier. Es geht dann immer später durch in der Sammlung. Wenn ich alle durchdrucken. Schauen wir mal. Weiß nicht zu laut, aber die Bank kann man laut leiser damit. Der Stein gewinnt immer. Bam, bam, bam. Dann sind wir so laut, ihr Lappen. Ui, du fängst nicht an, das ist ja lebensmüde. Ich bin laut, aber du bist laut. Mit dem Deck, was ich spiele, darf ich nicht aufhören. Ich hab nicht mehr Ahnung, was für Deck ich spiele. Die braucht man für starke Deck. Blauäugigen Drachen mit eiskalten Blöden. Das ist richtig böse. Richtig riesig. Richtig. Also fürs Agro-Deck, fürs Palo-Agro-Deck, da ist die dabei. Nein, will ich nicht, das will ich. Also dann kann ich so leise, dass es sogar im Musiklader ist. Aber ich kann das auch noch stark machen. Bam, 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 so, bist du bereit für deine Vernichtung? Also, jetzt ein OTK kommt, dann fahrt nach Österreich und bringt dir einen Kasten Bier. Okay, dann wart's. Oh, dann schau vorbei. Ich aktiviere meine Feldzauberkarte. Der Flammenmonster. Und ich spiele eine Karte verdeckt, damit beende ich meinen Zug. Dann ist es kein OTK. Ja. Hi, machen wir jetzt Pizza. Ich spiele Pizza. Nein, ein FTK meint ich. Scheiße, OTK kann er ja immer noch machen. Ja, OTK geht immer, aber FTK. Au, FTK habe ich schon ein Deck. Au. Naja, nee. FTK funktioniert nicht mehr. Ah, siehst du, was ich für ein Beatstick draußen habe? Mit 0 Death? Du hättest gern mein Beatstick in dir. Ich hätte gern dein Beatstick. Und von Stick, nicht Sticky. Und jetzt renne ich. Ich weiß, dass ich Stöckchen. Und jetzt renne direkt in die Mirror Wall. Gib mir die Spiegelfront. Spiegelkraft heißt die. Ja, Spiegelkraft. Ja. Das Gemälde, ich habe leider nicht nachgeschaut, was der Preis ist, aber das kommt mein Pex zum Geburtstag kaufen. Ich bin auch verwirrt mit der Steuerung. Aber ich glaube, mein. Es ist vor der Wien-Gang, weißt du, ob du das gesehen hast. Du hentest auf. Nein, hätte ich nicht gesehen. Hab ich dich schon beeindruckt? Habe ich das nur dir geschickt? Muss ich schauen. Habe ich das in die Meme-Gang geschickt? Das schau klar. Wempe muss schon nachdenken. Ich soll aber in die Enge. Ja, Alter, das sind Karten, die kenne ich überhaupt nicht. Alter, ihr habt keine Ahnung, was ich für Deck habe. Ich habe die Karten noch nicht gesehen. Ja, eben, ich auch nicht. Standard. Deshalb muss ich die Scheiße lesen. Achso, hast du auch Standard-Deck oder was? Nein. Ja, ich habe gedacht, du hast das Bazinga. Ja, hab ich ja, das Deck heißt Bazinga. Achso. Und das verarscht mich aber gerade aktuell selber. Ich hab noch ein paar Selfies gekriegt, von privat geschickt vom Raffi. Ja, aber irgendwo sind zwei Gemälde dabei. Die einen, was der das. Du hentest auf. Aber das ist echt nur dir geschickt, schau ich nicht. Nein, das ist in der Gang. Super. In der Meme-Gang? Ja, das letzte Foto, was drin ist. Wieder. So geil, wenn ich mit dem Jude bin. Warum geht's nicht weiter? Sonst rede. Geht's nicht weiter. Wie gesagt, für meinen Demon Hunter gibt's noch ein zweites Deck. Das ist richtig stark. Das eine ist ein Fuß und das andere ist ein Hand. Du so 24, 25 Schaden, wenn du gewissen Kraft draußen hast. Nee, das wäre Exodia. Schon geil. Ah, jetzt kommt der nächste Beatstick raus, Achtung. Krempen wäre schon geil. Das sind ja alles Normalmonster. Ja, glaubst du, dass ich ein Effektmonster habe mit dem Standard-Deck? Ich glaube ja. Was willst du von mir? Warum spielst du sowas? Ich hab noch keins, ich hab's gerade installiert. Ach so. Ich hab wirklich noch nicht. Yu-Gi-Oh! Das war jetzt schon Ich hab's auf der Switch ziemlich viel gespielt. Aber ich hab's mir jetzt am Rechner angeholt, weil ich wusste, dass es du hast und ich wollte mal banieren. Yu-Gi-Oh! Ja? Ist gut möglich. Bitte, Spiegelkraft. Er lässt ihn durchgehen. Du Vampi, mach dich gerade mit einem Aufhängerdeck fertig. Also, du hast schon keine Karten dabei bis jetzt. Ich hab gerade meine erste Trophäe gekriegt. Du, die Kisten Bier bitte, musst noch 8962 Krücken schicken. Endlich!
Jetzt du warst die Adresse. Jetzt in Ort. Jetzt kommt die Rageke. Musst aufpassen. Oh, das Grand Synchros. Ist Rasengan kommt jetzt. Ich wollte gerade sagen, ist Rageke nicht das Dragon Ball? Aber das war die Genki-Dama. Jetzt kommt bei der, wie heißt der Sternenstaubdrache, oder? Sternenstaubdrache, du bist also Sternenstaub. Nee, da hast du. Mal noch was. Der ist dabei. Mal, mal schauen, ob bei den aussieht. Demon Hunter war Jainiges dabei, das ist richtig geil. Ja, für mein zweites Deck dann und für. Ja, vorhanden. Die Karte, die jetzt kommt, habe ich 10 Stück in Amerika bestellt gehabt, als sie rauskam. 10 Stück? Und kein Stück, dann probiere ich sowieso irgendwann einmal meinen Priester durch. Der war schon geil. Oh, das ist so schwierig zum Spielen auf dem Level, wo ich jetzt bin, auf Silber. Ich war halt auf der Baustelle, viel deswegen habe ich noch gefallen. Riecht's hier nach Toast? Hm. Ist auch böse. Hast du gerade gefurzt? Nein. Gehst du selber mit mir kurz vorm Schlaganfall. Riecht's hier nach Toast? Ach so. Warte mal, wo war das da was? Ich weiß nicht mehr, wo das war. In Dingsongs ist auch, in Archer. Ah, da ist es. Da war es her, genau. Das ist aber. Das ist der Sternstaub da. Was ein Schlucken verkriegst du? Schau, ich kenn die Strats, so wie auf die Karten. Ist komisch, ihr hätten gar nicht so gut. Nice. Ihr vor Synchro schon wirklich zum Spülen aufgehört, deswegen bin ich mit Synchro nicht so vertraut. Bin irgendwas schon auf mein Paladin-Monster. Ja, Exit kann ich schon wieder ein bisschen was Synchro. Aber das Pendelmonster, das hat mich abgeschreckt und da habe ich auch kurz zu spielen. Ja, Pendel, das war bei mir schon, da war ich schon lange ausgestiegen. Das kann ich ja. So, wo ist dein Beatstick? Hey, Beatstick! Wait for it! Interesting. Ich hab trotzdem nichts Besseres. Zum Glück ist er nicht Feuer. Den krieg ich so oft. Hast du den Move gesehen? Den hab ich selber nicht kommen gesehen. Der war gut. War ziemlich viel für Sakrotex. Ah, da kommt der nächste Tion. Aber. Wie viele Sternenstaubdrachen und Erzmagier hast du? Gewinnt mehr. Viele. Mich lohnt sich. Ich meine, einige Aufklappen. Warum? Weil. Ihr habt meinen Standby-Phasen, okay. Genau, ja. Das ist eine Karte, die spielt man eigentlich nicht. Je was? Ja, mein Gott. Ja. Schade. Und letztens wieder zwei legendäre in ein Deck. Auch geil. Da ist er wieder. 60, da wird schon noch was drin sein. Mal die Hälfte noch. Ist gerade ein bisschen doof. Das funktioniert gerade nicht so, wie ich will. Macht aber nix. Ich hab noch nicht meinen Avatar. Hier spürst du einen kleinen Roboter, bitte. Das hab ich lange gemacht. Jetzt kommt der nächste Pro-Move. Komm, steck dein Schädel. Mit Schlachtfeld für die Quest, oder was? Wir Koste. Wollen feiern. Muss ich auch noch. Aber in die Top 4 ist gar nicht so easy. Auf dem Schlachtfeld. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Du hast mal am Anfang in Spielchen gemacht. Das oder spiel ich jetzt das? Apex, er ist so geil. Es geht so.
Das geht so. Sieben geht. Sieben geht. Ja, wir haben schon ziemlich oft jetzt. Ich glaube, der Pix ist der Einzige, der was nicht wirklich in Not hat. Oder wird sie die. Geilheit muss nicht immer das sexuelle Verlangen sein. Achso. Ah, da kommt er schon wieder. Wie oft tust du denn aus? So. That's what she said. Bis die Cops kommen. Der Typ, der macht nur Synchros. Jede Runde ist ein neues Synchromonster draußen. Was kann eigentlich mein Gravitationsdrache? Spielen eigentlich Yu-Gi-Oh! Noch viel Leute? Ja. Immer 30. Ja. Ja, okay. Es ist schon immer noch sehr, sehr relevant. Aber ich glaube, die Version, was wir spielen, ist nicht so die beliebteste. Weil das ist immer noch die beste Version auf dem Rechner, doch. Ja, ich meine, es gibt halt die Pro. Die kostenlose, wo du nur drei Fältchen hast, die ist richtig von Arsch. Nein, die Death Bros und sowas, also die selbstbastelten, was die gibt. Okay. Start Death Bro. Kann man die Version spielen, wo mit die Würfel? Ah, die. Nein, nicht, aber den kann man im Tabletop Simulator spielen. Kann man die Version spielen, da wo der Yugi vom Ding eingetaugt wird, von dem Auge oder von irgendwas? Wenn schon einige Texte rauskommen. Den krieg ich nicht weg. That's what she said. Aber wenn sie da noch viel reden kann. Hey, was machen wir? Dabei bin ich mit den Lebenspunkten noch vorne, Junge. Wie viel hast du? 6.950. Wie viel hat der Vampiro 81? 5.650. Wie viel ist der Unterschied? Zwei. Ja, bei der Hälfte. Ich hätte gesagt, jetzt mindestens. Gesagt, du hast nicht unrecht. Mindestens zwei. 1300. Ich finde die Antwort 2 besser. Haha, so bist du in meiner Falle getappt. Ja, so viel Legendäres sind nicht dabei. Du hast meine Fallenkarte ausgelöst. So, ich bin Paladin. Eigentlich müsstest du das so richtig vertonen, also wie. Für das ist du links da. Ah, der Peck sitzt daheim wahrscheinlich auch mit so einem Duellarm auf der Hand. Mit seiner Dual-Disc, das ist sicher sein. Und der Perücke. Oder Perücken auf und ja, so genau so wie ein doch flott. Wieso kann ich mir das vorstellen? Er setzt sich Sky auf den Kopf. Guck, ich bin Pegasus. Geil. Hat der Käfertyp nicht auch weiß, ja? Der hat die grüne, glaube ich. Ja. Was ist grüne Karte? Aber weil man die alle gekauft hat, wie man denkt, da ist ziemlich viel von Demon Hunter eventuell dabei. Weil das eine Demon Hunter. Aber hat der Käfer ein neues Sichler gehabt? Eine neue Demon Hunter. Ich denke, das fehlt wahrscheinlich ziemlich. Ein Pinsel hat er auch gehabt. Ein Pinsier. Pinsier. Und damit jetzt eigentlich zum kleinen. Ne, Pinsier. Nein, ich hab den so verstanden. Also aber diesen Mal sind so Sachen viel dabei. Aha. Aha. Ich weiß, dass der Viech um die 600 Punkte mehr hat, aber mindestens. Ich muss ihn nur zusammenbringen. Aber du hast das Verdecktes hinten drin. Das kann gefährlich sein. Nee, ist es aber nicht. Aber wahrscheinlich ein 200 Verstärkungsstab, oder? Ist ein Tailblatt oder ein normaler Badeblatt? Noch nicht mal das. Und das hätte nicht gereicht. Ex. Aber meins ist eine Maschine. Das Versteckte, was du hinten drin hast, ist ein Tailblatt oder ein normaler Badeblatt? Weder noch. Das ist der Dragon Dildo. Warte, du hast doch mal einen gepostet gehabt, irgendwie so 80 cm lang. Das klingt nach Fehl. Das war der Moby Huge. Ja, eben, aber du hast doch den mal gepostet gehabt. Es ist kein Dragon Dildo, das war der Moby Huge. Moby Huge kennt man. Wer auf der Verpackung schaut, die Frau daneben aus wie ein Zwerg. Ohne Scheiß, echt. Marco, google mal Moby Huge. Ah, ich google das jetzt nicht. Feigling. Du musst dir direkt im Stream ziehen. Genau.
Nee. Google's im Stream. Zeig's einer. Zeig allen Leuten Mobi nee. Huge. Oder Google ist auf dem Screen, der was rechts hinter dir ist. So Mobi Huge Review und sowas mit Test und sowas. Ja. In einer Demonstrationsvideo. Nein, ich will keinen Anstab, ich hab. Ich war mal auf Amazon. Raffi Google schon. Warte, ich muss. Ich guck nicht da searchen, weil sonst krieg ich auf Amazon wieder permanent Dildo-Shit aus Vorschlag zum Kaufen. Brauche ich auch nicht. Fußballspiele keinen Jubel mehr. Das ist aber kein doof. Grund zur Panik. Ja, aber da sagt ja auch der Captain der Titanic. Oh, was? Da ist wieder der Sternenstaub drauf. Ich hab auch zwei. Weil es gibt Dex den Sternschnuppen-Drache. 91 cm großer Super-Dildo. Nice. Kostet 1339,36 Euro. Ich glaube, dass man nicht einmal wirklich viel Sinn drauf, weil die Materialkosten wahrscheinlich die so ist aufschlägt. Alter, ich kann euch gern den Link schicken. Die Frau schaut echt aus wie jetzt Werk daneben. Okay, 23 Kilo Gesamtgewicht! 23 Kilo! Das ist schwerer als mein Hund. Wow, das wird so Reviews. Oh, größer. Ja. 15, das hat durchschnittliche Kundenbewertung, 5 von 5 Sterne. What the heck? Mit Fotos! Jetzt ist er aus Deutschland! Wir sind echt begeistert! Habe diesen Dildo zum Jahrestag gekauft, der steht jetzt schön als Dekoration im Wohnzimmer! Ein echter Blick von Gericht-Empfehlung! Was wäre denn jetzt? Gott, du hast gesagt 23 Kilo, oder? Ja! 36 Kilo von dem Material kosten ca. 1500 Euro. Also da ist keine große Gewinnspanne drauf. Aber es wird ziemlich geweitet. Das ist dann groß genug. Dann kannst du danach ins Smart reinfahren. Maximaler Durchmesser von dem Ding sind 38 cm. Das geht ja. Das ist ein Haxen. Das ist mein Minimal Haxen. 20. Geil. Was schreibt der? Rezession, was soll man sagen? Es ist angemessen. Endlich mal ein Dildo, wo niemand mehr behauptet, er wäre zu klein geraten. Das Teil ist so praktisch, dass es uns kaum möglich ist, alle Vorteile davon aufzuzählen. Also abgesehen davon, dass wirklich jeder kommt, der das Teil einführen kann, kann man ihm Zaunverankerung in den Boden. Was? Zaunverankerung in den Boden zu treiben, Einbrecher abzuwehren, Nachbarn zu erschrecken und natürlich als Abonnierspiel zu gewinnen. Auch als Buchstütze und Blumenständer. Was ist das realistische Ding, nur hier gegen. Jetzt sehe ich gerade Raffi. Das sind die besten Kundenrezensionen, was ich in meinem Laptop gelesen habe. Ein echter Hingucker für den Vorgarten. Super, ich habe es auch schon nachts zu Aktivitäten gehört. Das Ding ist groß, das Ding ist mächtig und es lädt zum Spielen, nicht nur wegen den vielen Funktionen. Für mich persönlich. Was ist das ja da? Ist ein wenig klein, aber wenn ich ihn trocken einführe, spüre ich fast etwas geil. jetzt ist doof, jetzt ist richtig doof. Für mich? Nach der Geburt meiner Tochter fühlte ich mich mit nichts ausgefüllt. Das hat jetzt Gott sei Dank herzig, dass sie zu mir ist. Oh, Alter. Wie oft muss ich den Sternenstraubdrachen da sehen? Das dreht er mal draußen.
What the fuck? Das ist ein Sternschuppendrachen. Aber warum kostet der schwarze Dildo nur 586 Euro? Vielleicht weil er Vorbenutzer hat. Er wiegt auch 23 Kilo. Oh, ist es aus Silikon? Ich hab gar nichts. Ist mit dem Preis, was ich gesagt habe, ist ein Silikonpreis. Ey, die haben nur noch zwei Stück von denen auf Lager, schnell zugreifen. Lieferung geht vom 18. bis 22. Februar hopzen. Den Fünfer. Der Hund geht's auch, Alter. Ist das dumm? Kunden kauften auch diese Produkte. Megasol R5, was 51.000 irgendwas. Oh Mann, Fisting Gel Ultra X5. Was? Wirklich? Oh, schön. Jetzt muss ich sowas sagen wie Herz der Karten führe mich. Mm. Ich darf nicht angreifen mit dem. Da war ja noch ein kleiner Haken. Da steht nur, technische Details, Philipp, steht wie schwarz aus er ist und Master Series ist die Marke, aber es steht nicht dabei, was für Material. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Silikon. Ja, BVT. Aber normalerweise steht immer bei der Produktbeschreibung was dabei. Was ist denn das für ein Riesen? Das ist irgendwo BVT. Aber mit Rechnen geht's, oder? Fuck. Ja, ja, man denkt, dass der noch einen Effekt machen kann, aber. So. Ah. Machen. Ich hab einen falschen erwischt, shit. Ah, oh, so, machen wir das wieder zu. That's what she said. Was? Oh, bist du denn? Boah, das war grad lustig. Aber. Ah, ich hab kein Feuerdingsel da, weil sonst hat das um 500 stärker werden. Ich hab mir gedacht, das ist. Naja. Ich heb meinen Rest einmal weg. Komm, besser Spiegelwand. Nein. Aber mein Sternschnuppenbrauch hat noch andere Sachen. Den brauchen wir noch. Das takes so lange, didn't read. Ich hab nicht mal extra Deck, Junge. Das ist mein Herz dann auch gegangen. Ich hab nicht mehr mit anspielen können. Der Beta 4 Decks ganz. Alles auch. Jetzt bist du wieder unten. Ja, komm, ich mach's einfach mal lustig. Wir haben hin und wieder auf Eis die ganzen Reviews gelesen. Hast du gerade geopfert, dass die Attack daneben geht. Er kommt wieder, keine Ahnung. Und Pex, was sagen okay. Die ISDE bewerten? Ich muss auch noch eine schreiben. Ja, es gibt immer voll lustige, so wie. Was ist jetzt? Lustige wie? Was sind das? Seine Freundin abgeht, ja, Rakete und so ein Shit. Mit dem Teil. Einfach die Beschreibungen dazu sind einfach mega gut. Einfach wer es ausführt, oder? Da ist er wieder. Mhm. Ich sag der Pex einmal, wenn er sich auszieht von der Alex. Schau mal, was mein Dex zusammenbringen. So, mal gucken, was ich noch zusammenkriege. Ja, aktivieren. Abschirmgeschirr, bitteschön, danke. Einige Kohle. Wichtig. Okay. Ist das ein Deck, was du selbst gebaut hast wegen der Dingsler, oder hast du einfach mal nachgeschaut? Nein, da hab ich selber gebaut. Okay. Nein, es ist nur interessant, weil ich hab sonst noch nie gespielt, deswegen keine Ahnung. Macht ja nochmal. Ich würde Exodia spielen. Ey, ich hab so ein richtiges klassisches Deck, es ist nichts was sonst. Es sind keine Archetypes, nichts drin. Wie heißen die, was in Yugi immer gerettet haben? Karibo, Kuribo? Der Karibo, ja.
Geflügeltes Kuribo, das normale Kuribo. Es gibt, glaube ich, 7 verschiedene. Normales, dann die Sündenböcke. Ist das ein Sündenbock? Der Geier. Ja, das ist so. Geier, der geile Ritter. No-Effekt, aber. In der Inderin geile Ballettinkarten dabei. In der. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gerade Scheiße gemacht. Ja, nächste. Das schreibst, schaut es besser aus. Aber ausgesprochen ist es. Was der? Der in. Die. Genau. Muss der Deutsche gewesen sein. Der in der Ring. So, welche zwei nerven? Ich nerv. Ich bin auch noch. Ah. Oh Mann, ey. Ich bin in meinem Wolkenlandhäuschen und fick euch an. Sie Arsch! Ernsthaft? Sie Arsch! Ich weiß nicht, warum das alles so funktioniert, wie es gerade tut. Das darf halt einfach nicht funktionieren. Nämlich wirklich. So. Ich hab das gerade beneint, obwohl das gar nicht wurde. So, ich bin neugierig, was jetzt zusammenkommt. Okay, das funktioniert. Ich hab so ein Missplay gehabt. Nochmal legendär, geil. Legendary! Was hab ich im Grave? 19 Karten, zu wie viel? Ich hab nichts im Grave, was mir gerade hilft. Das ist wirklich gerade richtig verschissen. Wahrscheinlich wirst du, also du wirst wahrscheinlich definitiv gewinnen hier. Ich krieg mal Kisten Bier, Junge! Ich hab's bei OTK. Was ist ein OTK? One-Turn-Kill. One-Turn-Kill, aber er hat eigentlich ein First-Turn-Kill. Ah, was? Ja, First-Turn-Kill. Heftig. Meine Sammlermonster zusammen. Mittlerweile. Kommt's auf. Du musst Exodia spielen. Ich spiele Exodia, aber nicht jetzt gerade mit diesem Deck. Mein Bestes im dritten Zug oder Exodia draußen, wenn es gut, wirklich gut läuft. Und das ist schon hart. Aber gegen mein Lightsworn-Deck, das wäre auch nochmal so lustig. Aber er schlägt mich echt gut, das ist ein Basingan-Spaß-Deck. Ja, aber ja, Respekt! Nee, Respekt! Respekt! Hast du ihn gehört? Ja, Respekt! Respekt! Ein Respekt! Siehst du, dass die Skills, ihr habt den Wempe besiegt. Definitiv! Ja, ich hab ja gesagt, den Wempe, den mach ich mit dem Starterdeck fertig, den Jungen. Was ist passiert? Ja, hab ich erklärt. Ja, er hat gewonnen. Hallo? Ich hab Bier gehört, gell? Nein, das war bei Odix. Ja. Ich hab das alle gehört. Ein Bier gekriegt. Und das hat gesagt, wenn er mich besiegt, kriegt er Kiste Bier. Er schickt ihn heim. Ja, er hat gesagt, er kommt selber vorbei. Als ob er so viel vertragen würde. Eh nicht. Bei mir steht er die Bier über 2 Jahre den Strich. Was? Na, aber echt ein spannendes Match, um ehrlich zu sein.